Willkommen zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ja, Freunde, ich weiß gar nicht, wo es jetzt weitergeht. Denn wir haben ja nur erfahren, dass in der Nähe von Porta Portis das Crypto HQ ist. Aber wie kommt man da hin? Vielleicht sollten wir uns in Porta Portis erstmal umschauen? Keine Ahnung, oder müssen wir auf die Queen warten? Wir gucken erstmal in Porta Portis, was da abgeht. Im letzten Part haben wir Kolosseum Lager gemacht, zwar richtig spannend, weil die waren auf unserem Level. Teilweise war ich sogar unter dem Level der Gegner. Ach, guck. Hier ist sogar... Ja. Ich glaube, ich weiß, wie ich da hinkomme. Aber wie kann ich das Ding benutzen? Ich glaube, wir müssen uns hier umhören. Das war auf jeden Fall der richtige Ansatz. Die Oma guckt da so hin. Hat die was damit zu tun? Der Obolus ist weg und er hinterlässt eine gehende Leere, wo einst mein Herz war. Oh, weh. Der Sinn des Lebens ist mir entschwunden. Herr Obolus, bitte komm wieder zurück. Wenn du wüsstest, was das für ein Typ ist. Oh, die Queen. Okay. Ich setze mal andere Prioritäten. Wir schnappen uns die Queen. Wie ging das nochmal? Ich glaube, es war ein Item, ne? Die Queen-Radar. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Queen? Wo ist er denn? Pyritus. Oh nein, du bist noch Kolosseum. Pyritus normal, Mann. Na gut, Freunde, aber es lohnt sich. Ich weiß sowieso nicht, wie es weitergeht. Dann machen wir einfach die Queen. Weil wir müssen es früher oder später sowieso machen. Deswegen. Ja, Pyritus, okay. Holen wir uns noch die fehlenden Krypto-Pokémon. Und das Sengo, was wir verpasst haben. Aber vielleicht sollte ich noch erstmal einkaufen. Denn ja, so viele Bälle haben wir nicht mehr. Arbok hat sehr viele Bälle zum Beispiel gefressen. Ach, der hat nur Superbälle? Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott, dann nehmen wir 5 Superbälle. Meine Fresse. Boah, haben wir viel Geld. Ich behalte das Geld mal erstmal noch. Timerbälle wären geil, aber die gibt es nur in der Wüstenbar. Übrigens, ich glaube, dass Ultrigale die XP bekommt, wenn man den EP-Teiler geben, weil der ist echt an der Level, der ist nur irgendwie Level 30 oder so. Blattstein ist auch schon ready. Aber ich werde wahrscheinlich erst auf Level 42 trainieren. Weil dann kriegt der Rasierblatt. Solange wir nicht Gigasauger bekommen, ist auf jeden Fall das Beste, was wir ihnen geben können. Ultrigaria bekommt die EP-Teile zum Tragen. Oh, ich hoffe, die sind ein bisschen stärker geworden, die Gegner hier im Kolosseum. Ansonsten haben wir ein Problem. Dann werde ich euch das wieder schneiden, weil es ist zu langweilig. Nein, bitte nicht. Nicht im Umstand wieder. Du klebst an uns wie Kaugummi. Warum? Sind wir vielleicht irgendwie berühmt oder so? Boah, du bist die Queen, ne? Da tanzt du die ganze Zeit. Ist voll krass so, ey. Ist mega heftig, ey. Okay. Hallo, willkommen im Kolosseum Pyritus. Jupp. Wir wollen daran teilnehmen. Wunderbärchen. Alles klärchen. Aber ich hoffe, ey, dass die ein bisschen stärker geworden sind, die Gegner. Das war einmal wirklich schlimm. Die waren nur Level 20 oder so. Come on. Bitte. Monjan. Also gut, ich gebe mein Bestes. Ja, hoffentlich hast du auch gute Pokémon, Mann. Jäger. Wir sind die Jäger. Wingull und Rio. Das klingt schon mal nicht nach starken Pokémon, to be honest. Je nach Level werde ich jetzt schneiden. Level 20, okay, I'm out. Bis gleich, bis die Queen, ich schneide euch das raus. Ja, guck mal, Duell 2 und die Queen ist schon da. Jetzt kommt wieder die geile Mucke. Jetzt bin ich gespannt, hat er jetzt alle Krypto-Pokémon oder random nur eins? Das wäre kacke, wenn es nur random nur eins ist. Aber sehen wir mal. Ah, dieser Track ist zu gut. Einer der besten Pokémon-Tracks, meiner Meinung nach.
echt geil, Mann. Du, du. Oh nein, Mule. Ich krieg die Krise. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Na 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 na. Hopsport ist schon mal besiegt. Oh, Alter, das ist ein schlechtes Pokémon. Das ist ja unfassbar. Voltoball. Passend zu seinen Haarstyle. Na, der hat nicht. Der wird nur ein Krypto-Pokémon haben. Oh Gott, das wird ja eine Qual, dann alles zu kriegen. Ah, Leute, Leute. Hätte ich das gewusst. Na, egal. Schon wieder eins abgehakt, ne? Mogelbaum. Er hatte ja einen Krypto-Mogelbaum in Pokémon Kolosseum. Aber hier nicht. Hier nicht. Jetzt bin ich gespannt, was er für eins hat. Vielleicht das Sengo, vielleicht ein anderes. Gucken wir mal. Oder das Dragoran, was geklaut wurde. Nass genäht. Okay. Wie soll man es denn schwächen? Mit Lebensstelle, würde ich sagen. Mogelbaum! Friss das und verreck. Ist nicht effektiv, ne? Und? Fast 20 Level über dir. Boah, Lebensstelle ist so schwach, ey. Es ist unfassbar. Crypto Wave. Ah. Macht nicht viel Schaden, Mann. Levelunterschied ist zu sick. Also, ich werde weiter Lebensstelle machen und hier machen wir die Anziehung. Bei dem wir da ein bisschen bewegungsunfähig machen. Schön ein bisschen mit dem Schwanz wackeln. So machen das die Männer. Flamare weiß es. Ah, soll ich jetzt austauschen für die Donnerwelle? Ich glaube nicht. Ich probiere es so. Ah, Flamare wird erfasst. So kannst du nicht mit deinen Geliebten umgehen. Fluchtwert sinkt stark. Ich probier's mal. Mit einem Pokéball! Ja! Mit einem Pokéball, ihr habt's richtig gehört. Magie der Pokébälle, wie bei Hypno, aber auch einfach der dritte. Mal 3. Du. 1. 2. 3. Die Pokébälle sind insane. Warum kaufe ich überhaupt noch Hyperbälle? Ne, ernsthaft jetzt. Ich werde nur Pokébälle kaufen. Das habe ich schon mal, ich glaube, in einem anderen Pokémon-Let's Play gesagt. Irgendwie ist es scheiße, welchen Ball du kaufst. Irgendwie sind alle gleich. Außer Timerbälle, die sind godlike. Dieser Groove, alles andere als groovy. Ja gut, Freunde, ich mache das coole Thema zu Ende und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da habe ich wieder gesiegt. Ja, das waren alles nur 20er Pokémon. Das ist so langweilig gewesen. Oh mein Gott. Also, habt ihr nichts verpasst. Gibt auch wenig Poké-Dollar. Aber 10, moin, 40, ja moin. Was ist denn das? Dass man immer neue TMs kriegt, das ist eigentlich ziemlich geil. Ha. Ach, nix ist geil. Folterknecht ist alles andere als geil. Ja gut, ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was man jetzt machen muss. Man bekommt keinen Tipp. Der einzige Tipp, den man bekommen hat, ist von Opulus selbst. Oder von Phrenos. Dass man eben halt, ja, nach Porta Portus gucken soll. Weil in der Nähe eben halt das Crypto HQ ist. Deswegen gehe ich da nochmal gucken. Ich meine, wir haben ja auch dieses Boot da gesehen. Damit muss es ja irgendwas auf sich haben. Irgendwie muss man das Boot ja in Gang setzen können. Aber gut, jetzt haben wir schon mal wieder einen Krypto-Pokémon mehr. Hat sich gelohnt. Kurzer Abstecher. Die Queen einmal mit einer Pfanne gehauen. Passt schon.
Wie kriegen wir das Boot in Gang gesetzt? Ich gehe mal zu Junk, vielleicht weiß der ja mehr. Ja, ich wusste es. Jo, James, große Neuigkeiten, riesengroße Neuigkeiten. Diese Robo-Kyoge, wenn ich dir erzählte, ne, ist endlich so fertig. Als Opfer einen Plan ausgewählt hatte, ja, und so anfing ihn so umzusetzen, kam eine hammermäßig geile, krasse Rakete dabei raus. Ja, komm her und zieh dir das endkrasse Teil an. Und hör Opfer gut zu. Okay. Dann kommen wir mal zum Opi. Wie Junk schon sagte, haben wir das Robo-Kyoge repariert. Ein wahres Meisterstück. Hä? Stimmt was nicht? Worum geht's denn? James erzählt Altuart und Junk, was passiert ist. Stark hat Obak in der Tat. Du meinst, das Krypto-HQ ist auf der Insel Obscura. Und da willst du jetzt hin? Insel Obscura? Ja, kein Wunder, dass keine Kryptobasis finden konnte. Voll scheiße, so. Die Strömungen sind da mega krass. Ja, und voll die heftigen Winde, so, ne? Ja, kommt man, weder zu Wasser noch zu Luft dran. Junk, so war das vielleicht bis heute, aber jetzt sieht die Sache anders aus. Boah, ich weiß, was du meinst, ey, ich check das so. Oppi, ja, Robo-Kyoge, ne? Ganz genau, Junk, unser Robo-Kyoge ist in der Lage, die Insel Obscura zu erreichen. Ja, und das ist nur eine versteckte Botschaft, Leute, weil es hieß ja, das Robo-Kyoge sei nutzlos und so, niemals vorurteilen, selbst ein Bild von Gegenständen machen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich mach das und das nicht und haben das noch nie probiert, ne, essensmäßig. Erstmal selber gucken, was kann man damit machen, selber anschauen, selber eine Meinung daraus machen und dann urteilen. Und scheinbar war es Robo-Kyoge doch nicht so nutzlos. Das Robo-Grodon, das war nutzlos, wie man gesehen hat, aber Robo-Kyoge scheinbar nicht. Also gut, machen wir das Robo-Kyoge bereit für James. Komm, Junk. Oi, oi, Captain. Ja, schön. Und wo soll ich jetzt hin? Kann man hier hoch? War ich hier schon mal? Ich glaube, hier war ich noch nie. Ja, moin. Was gibt's denn hier? Das ist ein Buch mit dem Titel Ingenieure von Welt auf Erfolgssuche. Mhm. Ja, hier ist aber nichts Gravierendes. So eine kleine Küche. Ja, aber nicht. Oh, Moment. Ich glaube, da war ein Item. Lel. Da ist ein Item. Oh, bin ich bekloppt. Ist doch ein Item. Oh, sieht das echt nur so aus. Sieht scheinbar nur so aus, Leute. Tut mir leid. Obwohl doch keins. Naja, war doch keins. Sieht so aus wie so eine rote Box. Pausiert mal das Video und ihr gebt mir recht. Aber... nee. Oh, eine Mail. Jetzt bin ich aber gespannt. Klein. Hi James, offenbar erreicht der Kampf gegen Team Krypto eine kritische Phase. Deshalb möchte ich dir etwas geben. Es dürfte von großem Nutzen sein. Bitte komm in das Erdgeschoss des Labors. Okay. Ja, dann machen wir das doch erst. Bevor wir jetzt hier aufbrechen. Ah, komm hier aber nicht weg. Ah, da bist du ja hier rüber, da bin ich Vampir. Das ist Robo-Kyoge, ist das Baby nicht umwerfend? Das soll das Robo-Kyoge sein? Sieht überhaupt nicht aus wie Kyoge, aber okay. Es ist getankt und abfahrbereit. Du kannst sofort aufbrechen, wenn du willst. Wenn du willst. Betonung liegt auf wenn. Robo-Kyoge, Mann. Das ist der neue Shit, Leute. Das ist der Shit. Aber gut, reden wir erstmal mit Klein. Im Erdgeschoss des Labors. Meint er das oder das andere Labor? Ist halt blöd. Es gibt halt zwei Bereiche hier. Wo ist der Klein? War das nicht der Klein? Nein, das war der nicht, ne? Ja, fuck, wo ist der Klein? Erdgeschoss. Ist doch das Erdgeschoss. Ah, hier, er war das, genau. Hi, James. Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte dir etwas geben. James, folge mir bitte. Gimme, rück raus. Wow. Okay. Ein Secret im Labor? Hahaha. Habe ich dich erschreckt? Na, folge mir jetzt bitte.
Mensch, was ist denn das für ein Secret hier? James, hier drüben. Bitte komm her. Ach, da oben in der Kiste. Oh, jetzt wär's nicht einfach so manuell geben können, einfach. Warum lockt er mich hier hin? Dein Kampf gegen Team Krypto ist nun in einer entscheidenden Phase. Ich denke, diese besondere Situation erfordert besondere Maßnahmen. James, hier ist etwas, das ich dir geben möchte. Na los, öffne die Kiste da und nimm dir, was du darin findest. Meisterball. Alter, Geilomat. Super episch. Ja, das ist cool. Ich weiß nur schon, für wen ich das verwenden werde. Das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Das ist ein Meisterball. Dieser Pokéball ist einzigartig. Seine Fangquote liegt bei 100%. Du solltest ihn wirklich erst dann verwenden, wenn du dir absolut sicher bist. Also nicht locker lassen. Der Meisterball, Leute. Der Meisterball. Welch fürs sechste Teammitglied verwenden. Ey, wisst es ja eh wahrscheinlich. Also ihr seid ja nicht doof. Naja, auf jeden Fall. Gut, dass man vorbeigeschneit ist, ne? Also, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat sich alles ausgezahlt, ja. Okay, dann back to Port of Portus. Boah, das ist ein Hin und Her in diesem Part. Es tut mir leid, aber ich kann es halt nicht ändern. Du. Robber Kyogre, ich komme. Mein Lieblings-Pokémon ist der Kyogre. Mit Leta King zusammen. Bin ich mal gespannt. Einfach rein. Willst du mit dem Robber Kyogre fahren? Naja, in See stechen, oder? Oh ja doch, jetzt sieht's wirklich aus wie Kyogre. Voll geil. Oh, das Main-Theme von Pokémon XD. Es ist jetzt spannend. Die Hauptbasis von Team Krypto, Leute. Oh mein Gott. Hier wird es von Team Krypto-Mitgliedern wimmeln. Erst kommt direkt. Gucken, welches Level die haben. Hey, du, das Ding da, das du fährst, ist echt cool. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo getroffen. Aber wen kümmert's? Was mich kümmert, ist die Chance, dass du dich hier ohne Erlaubnis rumdrückst. Kalle! Mal ein Seemann, der nicht muskulös ist. Ah, ja, ich werde gleich taktisch auf Ampharos switchen, weil die Seemänner ja mal alle Wasser-Pokémon. Werde ich kurz Robby mal austauschen. Das ist jetzt ein bisschen kacke, weil die können beide nicht wirklich was ausrichten. Mal gucken, welches Level die haben. Da wird der 33 erst in Ordnung, weil die sind halt nicht hochgelevelt. War trotzdem nervig jetzt hier, ey. Aber Ruhestoff Babypaar ist normal effektiv und für Krebetak werde ich jetzt. Na gut, ich kann ja einen Biss verwenden. Für Pelipper, weil es wahrscheinlich nicht reichen wird. Also ich werde mich jetzt auf einen erstmal fokussieren. Take this, Pelipper! Oh Gott, ich glaube sogar, dass wir den immer noch nicht finishen können. Nicht mal mit einer Aurora-Schall. Mann, ey, shit. Hätte ich Ampharos mal hier genommen, ey. Ah doch, es reicht. Ich hoffe, dass sich Robby auch auf 42 entwickelt. Ich weiß nie auswendig, wann sich die Pokémon entwickeln. Das ist auch so... so geil dann bei mir, weil für mich ist es immer dann eine Überraschung, wenn sich die Pokémon letztendlich entwickeln, weil ich sie auswendig weiß. Das ist eigentlich was Positives. Bin ich immer positiv überrascht. Weil Stolos sich schon auf 42, also Stolrax zu Stolos schon auf Level 42 wurde. Das fand ich sehr, sehr geil. Ich dachte erst auf 46 oder 45. Das ist schon ziemlich cool gewesen. Ah, Moment. Mantax ist ein Tank. Der wird kacke. Ja, den können wir nicht so einfach besiegen, Leute. Ich tausche Robby aus, das geht so nicht weiter. Ich brauche hier Ampharos, das wird nix. Und du machst mal eine Anziehung. Ampharos!
So. Dann hoffen wir, dass Mantax einfach nie zum Zuge kommt. Dann fokussieren wir uns eben halt auf die anderen. Ah, Agilität, das ist ja in Ordnung. Was soll er machen? Fängt er jetzt halt an. Silberblick. Ist in Ordnung, Krebetag wird sowieso jetzt baden gehen. Donnerblitz. Und hier machen wir, ja, einen Biss und hoffen, dass er zurückschreckt. Star vor Liebe. Na gut. Er fängt ja jetzt immer an, da gibt es keinen Zurückschrecken. Stimmt schon. Aber guck mal, was der jetzt aushält, ja. Pass mal auf, Leute, wir ignorieren Mantax. Oder Amphoros kümmert sich um den. Er hält viel zu viel aus, Mann. Ich meine, wir haben vierfach Schwäche Elektro, ne? Also Mantax hat vierfach Schwäche Elektro. Insofern können wir den eigentlich sowieso one-hitten. Das ist kein Problem. Dann versuche ich Endron zu besiegen mit Flamme. Oh, es ist so geguckt. Oh, oh, oh. Das ist sehr gut. Dann können wir den Schwächen mit Flamme haben. Sehr, sehr gut. Donnerblitz auf Mantax und du machst jetzt einen Flammenwurf auf Endron. Star vor Liebe. Geil. Anziehung wirkt wieder. Wahre Wunder. Die Anziehung ist echt gut. Hat sich bewährt. Werde ich, glaube ich, nicht ablehren. Echt schon mir auf den Arsch gerettet. Auch vor allen Dingen Bossfights gegen irgendwelche Krypto-Bosse und so. Schöner Blitz! Und tschüss, Mann. Mantax is down. Ach, scheiße. Leute, ich muss nochmal zur Wüstenbar, glaube ich. Ich habe zu wenig Bälle eingekauft. Na, egal. Das mache ich noch. Muss ja jetzt nicht sein. So, Bier ist auch Krypto. Ja, moin. Ja, gut, wir sind Krypto HQ, ne? Ist klar. Oh Gott. Machen wir Donnerwelle auf Zobiris. Du machst noch einen Flammenwurf auf Endtoren. Läuft. Krypto Beam. Oh shit. Was ist das denn für ein Move? Sowas wie Erdbeben? Geht auf alle oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, das sieht aber stylisch aus. Geht auf alle Nicht-Krypto-Pokémon, nehme ich an. Deswegen wird Zobiris davon verschont. Ha! Nice. Donnerwelle hat sich wieder bezahlt gemacht, Leute. Pass mal auf. Ich versuche jetzt, wieder mit dem Pokéball den einzufangen. Mit Pokébälle. Wir haben echt einen guten Job gemacht in letzter Zeit. Und hier machen wir ein Biss auf Zobiris. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Eins, zwei, drei. Enttäuschend. Enttäuschend. Sonst waren die Pokébälle gerade so in letzter Zeit so richtig ultra ridiculous. Jetzt scheinbar nicht. Ich versuche es trotzdem gleich nochmal mit dem Pokéball, glaube ich. Na komm, wir werden die Pokébälle einfach los. Dann sind die weg. Weil die in letzter Zeit echt besser waren als die Überbälle. Glaubst du oder glaubst du nicht? Das war wirklich so. Ich glaube kein Scheiße. Jetzt habe ich hier Schreck zurück. Nice. War mal nicht paralysiert. Dann hat der Biss eben halt seinen Job gemacht. Kalball! Ja, okay. Ja, okay, okay. Das war nur einfach Luck, was ich hatte. Die Pokéballs hatten. Ich will die trotzdem jetzt wegmachen. Vielleicht kriegen wir jetzt noch Iris eingefangen, der ist ja auch paralysiert und so. Vor allem hier ist nichts zum Heilen, ne? Ich glaube, ich muss sowieso nochmal zurück und dann gehe ich zur Wüstenbar. Immer hier alles offscreen. Ich habe echt ordentlich viele Timerbälle und Hyperbälle einkaufen, Leute.
Oh, voraus kann ich fliehen. Hatte ich eh nicht vor, Mann. Und dann, weil er auf Enthorn und du wirst jetzt den Pokéball auf Zubire ist. Los geht's! Pokéball Nummer 3. Flieg und Sieg. Mach mich stolz. Da fehlen einem die Worte. Wisst ihr? Ich habe teilweise Pokéball mit vollem Leben gefangen. Ohne Staatsveränderung. Mit einem einzigen Pokéball. Jetzt. Natürlich. Guckt ihr jetzt nicht. Nicht mal, wenn sie geschwächt sind, paralysiert sind. Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Ach komm, Horn, bitte. Geht doch. Nach all den Jahren hat der Pokéball mal wieder zugeschlagen. Ja, gut. Anziehung wollte ich auch auf Enthorn machen. Männchen um Männchen funktioniert nicht. Das ging die Pokémon schon down, weil ich mich so lange aufhalte. Ja, ich muss nochmal zurück dann. Gleich. Boah, Kryptometer ist noch richtig hoch, ganz ehrlich. Drei Pokébälle noch, alle guten Dinge sind drei. Das Dumme ist, ich kann ja. Solange Ultrigaria in diesem Kryptostatus ist, ist auch nicht entwickeln mit dem Blattstein. Es geht nicht. Es muss erst befreit werden. Ja, jetzt ist es drin, das ist Sabiris. Nice. Läuft bei uns. Seemann Kalle, ey. Oh, der Junge hat in sich. Mini-Stars muss ich melden. Scheiß Petze. Wie Randall bei Disneys große Pause. Okay, der geht da rein. So. Da ist auch noch irgendwie ein Schiff. Aber ich muss jetzt nochmal zurück, Leute. Ich werde die Pokémon heilen und ein paar Bälle einkaufen. Bis gleich. Back in business. Oh mein Gott. Ich habe fast mein ganzes Geld jetzt ausgegeben. Guckt es euch an. 19 Hyperbälle, 30 Timerbälle. Und ich habe auch noch 5 Netzbälle gekauft. Wenn irgendwie ein Wasser- oder Käfer-Pokémon kommt, hat man da höhere Chance, das zu fangen. Warum nicht? Nur für den Fall der Fälle. Und was bist du für einer? Was? Wie hast du es auf diese Insel geschafft? Damit bist du gefahren? Ist das genial. Selbst Apollos Reich zu erreichen, hat kein solches Gefährt. Oh yeah, das lässt das Herz jedes jemands höher schlagen. Hör mal. Du lässt mich doch auch damit fahren, oder? Ja, pff, meinetwegen. Klasse, so spricht ein echter Seemann. Ich habe nicht viel anzubieten, aber ich habe das hier auf dem Schiff gefunden. Kampf-CD, 31, cool. Nice. Was passiert, wenn man Nein sagt? Ach so, es geht gar nicht mehr. Okay. Er fährt jetzt immer mit, oder was? Ja, warum soll er nicht mitfahren dürfen, ne? Alter, es ist irgendwie im Vulkan drin, ne? Wie krass. Hier ist direkt so ein Fahrstuhl, da kann man bestimmt noch nicht rein, oder? Als ob. Ja, natürlich. Die Tür zum Aufzug öffnet sich nicht. Das heißt, ich muss hier direkt rein. Ah, hier wäre auch eine Heilmaschine gewesen. Okay. Aber gut zu wissen. Hm. Na, den Trainer machen wir noch, dann würde ich sagen, beende ich den Part. Gucken wir mal. Ja, ich denke schon. Du bist mir suspekt. Ich lasse dich nicht vorbei. Suspekt bin ich, so ist es also. Maske, Regen und Dummiesel. Dumminsel.
Boah, hier werden wahrscheinlich richtig viele Krypto-Pokémon sein. Hat Olaf uns ja auch schon vorgewarnt. Er hat natürlich gesagt, ja, du hast bestimmt Angst, wenn du wüsstest, wie viele Krypto-Pokémon hier wären, würdest du nicht zur Ins Obscura gehen und so ein Scheiße. Ja, aber egal. Wir wollen die ja haben. Nur so kriegen wir die Pokémon ja in unsere Sammlung. Im Grunde genommen profitieren wir ja davon. Ja doch, Aurora-Stoff, Maskering und Feuersturf, du Miese. Nice. Alle sind ziemlich schwach, die Gegner. Ich dachte schon, ich muss offscreen trainieren gehen, ne. Ne. Weil Colosseum Lange hat mir so ein bisschen Angst gemacht, weil da waren alle Level 40. Das hätte ich wahrscheinlich noch nicht machen sollen, aber ich hab's trotzdem geschafft. Weil ich nicht vor vorgestern bin im Pokémon. Ach, scheiße. Nassmacher. Oh, das ist sogar ziemlich eklig. Stärkes Feuer wurde geschwächt. Das heißt, Flamara kann jetzt eigentlich nur Bismarck. Wobei ich sagen muss, dass es eigentlich reichen müsste, to be honest. Der Feuersturm auf Roselia müsste reichen. Trotz, dass die Stärke des Feuers geschwächt wurde. Ist fucking Feuersturm, Mann. Ja, sag ich doch. Sehr effektiv. So heftig sind das mache ich jetzt auch nicht. Aber nervig. Pandia. Der kann immer verwirren. Den müssen wir eigentlich loswerden, so schnell wie möglich. Jetzt ist erstmal Maskerregen von der Bildfläche verschwunden. Ist auch schon was wert. Aurora-Stollen und auch Feuersturm. Wie gesagt, da ist ja eine Heilmaschine. Die Heilmaschine werde ich gleich direkt in Anspruch nehmen. Damit die AP wieder aufgefrischt sind. Ja! Japan hier verursacht Aufruhr. Es juckt mich leider nicht. Er ist jetzt eh besiegt. Oh Mann! Dass es da immer steht. Er macht Aufruhr. Es juckt mich einfach nicht, Mann. Die waren Pandria. Oh. Au revoir. Du bist so stark, da kann ich wirklich nur lachen. Wieso kann man da nur lachen, wenn man stark... Hä? Dead Logic. Dead Logic. Ja, Leute, würde ich sagen, war es für diesen Part. Daumen hoch, falls es gefallen hat. War ein bisschen rumgeschnibbelt und... Ach, ich weiß nicht. Aber gehört halt auch dazu, ne, Leute? Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.